Willkommen zum Screencast Salzformeln und auch deren Benennung, wobei der Schwerpunkt auf den Formeln liegen soll. Schauen wir uns mal zwei Formeln an. NaCl und MgCl2. Wir nennen das eine Salz hier Natriumchlorid und das andere Magnesiumchlorid. Worauf ich eigentlich in diesem Screencast hinaus will, ist, warum heißt das Natriumchlorid und hat hier nur NaCl? Warum heißt es Magnesiumchlorid und hat hier eine 2? Das kann man nur dann verstehen, wenn man sich mal vorstellt, wie so ein Salz aufgebaut ist. Ein Salz ist aus Ionen aufgebaut und hat immer gleich viele Anionen und Kationen. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jetzt fehlt es hier. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, dass die Ionen ja, dieses hier nur ein Ausschnitt ist. Es geht unendlich weiter. Ich versuche es mal mit einer weiteren Ebene und zeichne mal so die Verbindungen ein, wie ich sie mir vorstelle. Heißt, das hier ist diese vordere Ebene, die ich gerade vorhin alleine gezeigt habe. Und jetzt kommt eine Ebene hinzu, das ist die hier hinten. Und jetzt habe ich hier in der Mitte natürlich ein Kation, hier ein Anion. Und das Kation muss immer von Anionen umgeben sein, damit die Ladung sich aufhebt. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, aber ich mache sogar noch eine dritte Ebene hinten rein und möchte dann wieder auf das zentrale Kation zu sprechen kommen. Und diese Verbindungslinien sollen nur zeigen, dass das eben ein Ionengitter ist. Hier in der Mitte ist das Kation und jetzt sieht man, dass das von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anionen umgeben ist. Und jedes Anion, wenn man das unendlich weiterrechnet, ist von 6 Kationen umgeben. Heißt aber, übersetzt, es ist eine unendliche Anzahl an Ionen, die aber immer im gleichen Verhältnis, nämlich 1 zu 1 vorkommen, also gleich viele Anionen und Kationen. Hier bei dieser Verhältnisformel heißt es, dass Cl- doppelt so häufig vorkommt wie das Mg2+. Aber, und das ist das Entscheidende bei Verhältnisformeln, Salzformeln geben an, in welchem Verhältnis die Kationen die Anionen stehen. Es ist keine absolute Anzahl, also nicht ein Kation und noch ein Anion, sondern das Verhältnis. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Natriumchlorid-Salzkristall. Vom Magnesiumchlorid möchte ich es gar nicht zeigen, weil das ist dann ein bisschen zu kompliziert. Aber ein kleiner Schritt weiter, machen wir das mal weg, zur Regel, wie Salze denn aufgebaut sind. Ganz wichtig, wird immer wieder falsch gemacht, Salze haben nach außen hin keine Ladung. Also kein Plus, kein Minus, kein 2 Plus, kein 2 Minus, immer neutral. Das heißt, die Anzahl der positiven Ladungen und die Anzahl der negativen Ladungen müssen gleich sein, heben sich also auf. Zur Erinnerung aus dem Periodensystem, Magnesium bildet zweifach positive Ionen, Cl minus einfach negative Ionen, also brauche ich doppelt so viel. Zeige ich gleich noch. Nächste Sache für die Namensnennung. Für Salze, die aus zwei Atomen bestehen, nimmt man zuerst den Namen vom Kation, das ist meistens ein Metall, und dann den Namen vom Anion und fügt die Endung ID hinten an. Gilt aber nur für aus zwei Ionensorten bestehende Salze, also Na+ und Cl- Natriumchlorid. Man kommt nicht umhin, dann die gesamten Namen der Ionen auswendig zu lernen, vor allem der Anionen, die später sich dann noch zusammensetzen und komplizierter werden. Da muss man jetzt schon vorbeugen und auswendig lernen. Auf die Benennung möchte ich jetzt gar nicht weitergehen, sondern mich der Frage widmen, wie ist Lithiumbromid aufgebaut? Aus dem Periodensystem kann man ablesen, Lithium bildet durch Elektronenabgabe Li+. Und Bromid Br-. Und wenn ich das jetzt unendlich oft zusammensetze, habe ich immer hier, meinetwegen, ich habe bei 4 Ionen aufgehört, brauche ich auch 4 Anionen. Habe also immer das Verhältnis 1 zu 1, also kommt die Formel
Li1Br1, man lässt aber bei Salzen die gleiche Anzahl weg und sagt LiBr, Lithiumbromid. Also im Verhältnis 1 zu 1. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, Lithiumsulfid. Lithium wissen wir schon, Li+. Sulfid bildet zweifach negative Anionen. Das heißt, ich habe das jetzt sozusagen doppelt so groß mal dargestellt als Würfel, brauche ich also auch zwei Li-Plus-Ionen. Oder ich spinne es mal weiter. Wenn ich zwei Sulfid-Ionen habe, brauche ich doppelt so viele Li-Plus-Ionen. Also wir haben ein Verhältnis 2 zu 1. Würde in der Formel sich niederschlagen, Li2S-Lithium-Sulfid. Noch ein Beispiel. Magnesiumchlorid von Anfang. Magnesium als Kation zweifach positiv. Lithium einfach positiv, deswegen doppelte Länge. Chlorid steht in derselben Hauptgruppe wie Bromid und bildet einfach negative Anionen. Also brauche ich hier zwei Stück und es geht unendlich so weiter. Nehme ich ein Magnesiumion dazu, brauche ich auf jeden Fall zwei Chloridionen, um insgesamt immer nach außen neutral zu sein. Also habe ich das Verhältnis 1 zu 2. Folglich MgCl2. Doppelt so viele Ionen Chlorid wie Magnesium. Nun ja, man kann jetzt sozusagen mal weiter üben. Magnesiumoxid aus dem Periodensystem lesen und dann vielleicht auf Stopp drücken und sich die Antwort anhören. Magnesium bildet zweifach positive Ionen, Sauerstoff zweifach negative Anionen und so kann man das dann weiter fortführen. Wir haben Verhältnis 1 zu 1, also Magnesiumoxid MgO 1 zu 1. Nächstes Beispiel. Vielleicht mal auf Pause drücken, Aluminiumchlorid. Aluminium dreifach positive Ionen, ein Metall. Chlorid einfach negativ, brauche ich also drei Stück. Dann ist es neutral. Kann ich weiterspinnen bis zum geht nicht mehr, weil es ist ja unendlich weit sozusagen. Also 1 zu 3, AlCl3. Nächstes Beispiel. Auch wieder einfach probieren, Aluminiumoxid. Pause drücken, ausprobieren. Aluminium dreifach positiv, Sauerstoff zweifach negativ. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt hänge ich nochmal einen Sauerstoff hin. Ein Sauerstoffanion, klappt nicht ganz. Mache ich nochmal ein Al3+ hin. Da habe ich jetzt 6 positive Ladungen und 4 negative. Beim nächsten Sauerstoff stimmt es. Also habe ich jetzt auch 6 negative Ladungen. Ich brauche also immer für 2 Kationen 3 Anionen. Folglich ist das Verhältnis 2 zu 3, also heißt das Al2O3. Soweit kann man das sozusagen sich erklären, dass ein Salz nach außen hin neutral ist, ungeladen und ich brauche so viel positive wie negative Ladungen, dass man eben das nach außen hin neutral bekommt. Und hier habe ich dann die Verhältnisformel Al2O3. Ich habe 2 Al-Ionen und 3 Sauerstoff-Ionen in einer Formeleinheit. Es gibt mir ein Verhältnis an. Nun ja, man kann das auch ein bisschen schneller machen, indem man nicht immer diese Kastel sich hinzeichnet. Vielleicht ist es am Anfang aber zweckdienlich. Aus dem Periodensystem kann man üben, dass Aluminium dreifach positiv ist und Sauerstoff zweifach negativ als Ionen. Also Aluminiumionen und Sauerstoffionen. Jetzt haben wir die Ionen und können dann vereinfacht auf die Verhältnisformel kommen. Aber wie? Also schreiben wir einfach die Stoffe nochmal hin und dann muss man sich einfach merken, es ist automatisch gleich die Anzahl, wenn man jetzt diese 2 beim Aluminium als Index hinschreibt und diese 3 beim Sauerstoff als Index, aber ohne Ladung, also Al2O3, kreuzweise sozusagen nach unten. Und dann kommt man auf die Verhältnisformel, die Verhältnisformel
des Salzes Al2O3. Die Bildung von Verhältnisformeln bedarf viel Übung. Man muss das Periodensystem beherrschen und dann die Formeln bilden. Aber mit viel Übung kann man das machen. Viel Spaß beim Lernen!